Leute, und willkommen zu meinem neuen Video. Heute reagiere ich auf Super Brain TV Total und ich werde das gleich mal besser, damit das wieder Vermittlung macht. Ich habe nämlich auf meinem Fernseher YouTube. Das suche ich jetzt mal. Wisst ihr was? Ich schneide es einfach kurz. So Leute, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt werde ich es mal anklicken und jetzt reagiere ich drauf. Herzlich willkommen zum härtesten Quiz der Welt. Ein bisschen lauter. Die hellsten Köpfe, die schlauesten Kandidaten im Kampf um den Sieg. Doch gewinnen kann nur der Allerklügste beim TV Total Super Brain. Schwest auf. Los geht's. Ich wundere, warum ich ihn ganz nicht gewohnt habe. Violetta. Erste Frage. In welcher Stadt steht der schiefe Turm von Pisa? Paris? Italien? Nee, die Stadt ist gesucht. Ich gehe weiter an Micha. Wo steht der schiefe Turm von Pisa? In Rom. Richtig! Nächste Frage. In Rom, genau. Vollständige in Pisa. Violetta, stille Wasser sind? Stille Wasser sind? Immer die ruhigsten? Richtig! Stille Wasser sind immer die ruhigsten! Ich könnte mich unter aufregen. Den Blinden ist der Einäugige? Schlau. Richtig! Unter den Blinden ist der Einäugige Schlau. Das weiß ich nicht mehr. Versuch du mal, Paul. Unter den Blinden ist der Einäugige Pirat. Unter den Blinden ist der Einäugige Pirat. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Richtig! Ein blindes Huhn findet auch mal ein Ei. Ein Korn heißt das. Lukas. Welche Frisur ist von einem Indianerstamm abgeleitet? Fukuhila. Richtig, Fukuhila. Nächste Frage. Genau. Andi, was ist ein Anästhesist? Ein was? Ein Anästhesist. Was ist das? Das frage ich doch nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, nächste Frage. Das ist eine Frau. Andrea, für welches Wort stehen die vier Buchstaben in der Aufforderung, setz dich auf deine vier Buchstaben? Arsch. Jawohl, richtig. Lukas. A-S-C-H. Arsch. Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? Das weiß ich nicht mehr. Singapur. Richtig. Nächste Frage. Auf jeden Fall weiß ich, dass es falsch ist. Vervollständige die Titel folgender Kinderbücher. Die kleine Raupe. Nimmersatt. Weiß ich nicht. Emil und die Detektive. Puder? Zucker? Richtig! Puder Zucker! Puder Zucker! Die Kinderbuchreihe wie auch Ben der Erwähnung. Das doppelte Lottchen. Richtig! Er liebt nicht das Kinderbuch, das doppelte Sandwich. Genau. Und der kleine Döner mit alles. Genau. Tim, was ist eine Bordsteinschwalbe? Weiß ich eine nicht. Eine Politesse. Bitte? Bordsteinschwalbe. Richtig! Violetta, wofür steht die Abkürzung LKW? Halt die Fresse. Halt die Fresse nicht. Wie weit ist beim Fußball der Elfmeterpunkt vom Tor entfernt? 12 Meter. Oliver, welche beiden Länder schlossen sich 1990 zum Vereinigten Deutschland zusammen? BRD und DDR. Kann ich die Frage machen? Ja klar. Welche beiden Länder schlossen sich 1990? DDR und... Richtig! Wär's leider falsch. Vervollständige bitte folgende Kinderlieder. Alle Vögel sind schon weg. Du? Richtig! Ja, wollte ich nochmal zeigen. Mit welchen Tieren arbeiten Imker? Huskys, Hunde. Bienen. Imkers. Natürlich, die Imkers arbeiten mit Huskys. Nicht zu verwechseln mit Bienen, die bekanntlich im Winter super Schlitten durch den Schnee ziehen können. Frage, durch welches Land fließt der Panama-Kanal? Deutschland. Aber warum heißt der Panama-Kanal? Weil keiner aus Panama kommt oder hingeleitet wird oder so. Richtig, der Panama-Kanal fließt von Deutschland nach Panama. Die Bauarbeiten haben sich übrigens ewig hingezogen, weil es so schwer war, den Atlantik zu teilen, um dort eine Wasserstraße zu errichten. Genau. Violetta. Mit welchen drei Buchstaben wird das World Wide Web abgekürzt? Was ist das? F? Richtig! Die Abkürzung.
Abkürzung von World Wide Web ist natürlich WWF. Weitere Infos dazu unter www.tvtotal.de. Wie viele Räuber gibt es bei Alibaba und die 40 Räuber? 13 Räuber. Wie viele? 13. Richtig! Uschi, nenne einen berühmten Diktator. Ich kenne keinen. Keinen Diktator? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Kleine Lebenshilfe, Uschi. Diktatoren sind alleinherrschende Politiker, die das ganze Volk unterwerfen. Jetzt eine Idee? Dann sage ich jetzt einfach Angela Merkel. Nach welchen Hauptstadtbewohnern ist umgangssprachlich ein Verhütungsmittel benannt? Spirale. Und wie heißt die Hauptstadt? Spiral. Die Hauptstadt Spiral. Wer kennt sie nicht? Die Form welches Kleidungsstückes hat Italien? T-Shirt. Schuhe. Bin ich mir nicht sicher. Gucken wir mal nach. Wow, du hast recht. Genial. Nikolas, wo befindet sich im menschlichen Körper der Hammer? In der Hose. Oliver, was ist passiert, als Judas Jesus geküsst hat? Er hat die Krone. Ja, er fühlte sich erregt. Richtig. Und damit steht der heutige Tagessieger fest. 500 Euro gehen an Oliver. Gibt's noch ein weiteres? Oh ja, ein weiteres. Das war's für das Video. Lasst ein Like da und nicht vergessen, unten zu abonnieren. Und sorry, dass ich heute nicht mit Nico dabei war. Wir haben abgeklärt, dass er zu mir kommt, aber dann ist er doch nicht zu mir gekommen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!